Fünftens, die Beute der Raben. Oh, da ist noch ein Brot. Oder bin ich das Brot? Naja, wir sind das Brot. Das ist doch der Alchemistenlehrling von Laurentius. Die haben auch gedacht, dass sie aus Blei Gold machen können. Wie kleine Kinder schlafen können, wenn so ein Stress ist. Unbeschwert. Wo sind wir jetzt eigentlich? Oh, eine Brücke, eine zerstörte Brücke. Das war normalerweise die Taste von Hugo, komm her. Aber die funktioniert nicht. Gleich fressen dich in Ra die Ratten und fällst du in die Graben, fressen dich die Raben. Ist da was? Danke. Danke für den Hint. Salbiet habe ich genug. Und noch mehr kann ich da nicht machen. Ach, ist er wieder. Ist er wieder weg. Was soll denn dieser Dreck? Dann wird das Kind halt. Mit dem Lederriemen. Gefesselt, dass es nicht mehr wegrennen kann. Horcht es einfach nicht.
Da lag ein Stein, das finde ich fein. Ist ja schon wieder weggerannt, der Hugo. Ach, Hugo, du bist ein Problemkind. Wir laufen weg, wir lassen dich allein. Das hilft, manchmal kommen die Kinder dann wieder. Na, siehst du? Sag ich doch. Wenn sie sagen, Mama, ich hasse dich, ich hasse dich. Ja, dann, ich verlasse dich, ich renn weg. Vor uns auch noch irgendwie was. Da muss man sagen, ja, dann renn doch weg. Musst du selber zusehen. Fürs Herbarium. Ach, da hätte man da unten sehen können. Ach, da sind Blumen. Die sind ziemlich unauffällig, die Gladiolen. Nach oben rennen. Ich wusste gar nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber bisher konnte man eigentlich nicht falsch laufen. Oder man läuft irgendwo hin und am Ende irgendeine Belohnung. Da war ich doch schon. Aber nachdem ich hier schon so lang gelaufen bin, habe ich das Gefühl, bei dem Haus, bei der Brücke gab es doch noch was zu entdecken. Ja, mein 3D-Sound funktioniert nicht so richtig. Ich weiß nicht, wo die gerade sind. Oh, ein Baum. Da muss ich reingehen und unten das Wasser anstellen. Ah, nee, das war was anderes. Ach, da stehen sie. Die Bengel. Kanone? Nee. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Nein, der schläft nur. Also da geht's doch weiter. Naja, dann laufe ich nochmal zurück. Vielleicht habe ich da irgendwie was verpasst. Ach, ich glaube nicht. Da ist wahrscheinlich nichts mehr. Aber da könnte doch eine Blume sein. Fürs Herbarium. Bäh. Was ist das? Nee, die sind tot, die merken nichts mehr. Also. Guck mal, der sieht doch lustig aus. Der muss von da oben runtergefallen sein. Eine große Balliste. Die hat bestimmt das Loch da reingeschossen.
sagst du jetzt? Kotz halt, wenn dir schlecht ist. Warum sind da nicht die Ratten? Verstehe ich nicht. Da sind nur Raben. Und fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Da sind die Ratten. Ich habe gerade gefragt, wo sind die Ratten? Da sind die Ratten. Vielleicht kann ich ja noch mal so eine Fackel irgendwo entzünden. Schauen wir mal. Ach, da gibt's noch eine Truhe. Da. Werfen oder schießen? Das ist doch wurscht, schieß doch ruhig. Aber erst auswählen. Das auswählen. Und das hält jetzt auch länger. Das brennt eine Weile. Lieber ein zu mehr. Ein mehr im Petto als ein zu wenig. Und da muss ich dann schnell machen, weil das brennt nicht lange. Oh, schnell wieder zum Feuer, zum Licht. So, und gleich ist das aus, das Heu, und dann sind auch wieder die Ratten. Aber hier ist ja nochmal Licht. Wo kommt ihr noch einmal her? Ich war doch im Licht. Wer hat das verstanden? Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen, überquere das Schlachtfeld. Willst du mich verarschen? Vielleicht platzt erstmal das Pferd. Schon zu spät. Wenn die Richtung läuft, bist du tot. Das ist Pferd. Lukas, ich
guck mal, die sind da trotzdem noch im Licht. Immer schön dicht dann bei den Dingern bleiben. Haut ab, ihr scheiß Ratten! Ah, ich muss das Ding da anstecken. Okay, da habe ich noch genug. Schäfel ist jetzt auch voll. Was ist das noch? Steine, Steine sind auch gut. Und was mache ich hier? Kannst du dir zur Hand gehen? Wieso, was ist gut? Nix ist gut. Ich versuche das jetzt wieder abzubrechen. So kommen wir nicht durch. Wir brauchen Feuer. An die Stelle und die Hörstücke herum haben die Ratten sind überall. Ja, aber du musst die Dinger hier holen. Die Kugeln. Ich gehe mal auf die andere Seite, vielleicht ist es dann besser. Nee, ich muss auf die Seite. Den Arm. Das musst du machen. Ich kann nicht mehr, Mieska. Ah, ich muss. Jetzt verstehe ich. Ich muss da oben das Ding anzünden. Da muss ich es runter tun. Damit kann der Kleine dann dahin. Ja, dann komm zurück, bevor die Ratten wieder kommen. Fressen dich dann die Ratten. Der muss öfter mal trainieren. Gib mir den Stick. Und wir gehen jetzt da zu der Fackel. 2, 3. 1, 2, 3. Los! Weg, 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 weg. Ratten weg, weg, weg. Aber da ist doch so viel Fleisch. Eigentlich könnten dann die ganzen Leichen einknabbern. Das hört sich jetzt makaber an, aber ist das so? Na, da mögen die nur Schweine.
hätte ich auch einen Stein nehmen können. Na, hier gibt's noch mal was. So. Ach, Frischfleisch ist für die okay. Dann können wir jetzt dran vorbeilaufen, oder? Dann machen wir gleich mal hier wieder bis zum... Hier ist Feuer, Ratten. Ratten, hier ist Feuer. Hier sitzt nicht fest. Irgendwas können wir anzünden. Was ist denn damit? Brennt das? Ah, da oben soll ich hinschießen. Mit dem Stein. Stein wählen. Ich hätte ihm sein Licht abschießen sollen. Nochmal. Stein ist richtig. Jetzt weiß ich ja, dass er kommt. Der hat mich überrascht. Tja. Wir hätten den Typen... Ach, da ist ja noch... Da ist noch so eine Feuerbohle-Schüssel. Jetzt hätte ich ihn vielleicht auf der Mitte des Weges erledigen müssen. Mal gleich noch einen machen. Ach, ich lasse es mal auf Ignifer. Und was ist das da? Geh da nicht so nah an die Ratten dran. Und es brennt. Ich muss das von oben irgendwie anstellen. Jetzt gucken wir erstmal, was hier ist. Da haben wir zum Beispiel einen Stick. Und wir haben ein Werkzeugset. Aber wenn ich ein Werkzeugset habe, heißt das nicht, dass ich schon was machen kann. Oder Herstellung, Geschosse. Schwefelsplitter, der mit einer Flüssigkeit auf Alkoholbasis gemischt wurde. Ein kleiner explosiver Kern entzündet sich beim Auftrag, erzeugt eine große Menge Funken, die auf entzündliche Objekte eine große Wirkung haben. RB drücken. Herstellung aufwerten. Codex. Ich könnte die verringert die Zeit. In der Amisha ihre Schneider hervorholt und lädt. Ja, ich möchte lieber erstmal mehr Platz in der Tasche. Finde zum Aufwerten eine Werkbank. Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Ist auch noch wichtig. Aber erstmal die Tasche, weil ich nehme so viel Zeug nicht mit. Vielleicht brauche ich das Zeug ja zum Schluss. Da ist doch die Werkbank. Naja, mehr geht jetzt erstmal nicht. Irgendwas zum Einsammeln hier? Kann ich mit dem Stock da hochgehen? Weiß ich nicht, probier's aus.
Ne, dann ist es fallen. Unverzüglich. Er sagt unverzüglich. Gut, fand ich natürlich, aber unverzüglich. Kletter hoch, unverzüglich. Ja. Hat man ja so gesprochen mit Walter. Dann haben wir hier noch ein bisschen Stoff. Können wir uns tolle Sachen mit basteln. Und einen Topf. Einen Topf kann man immer noch einen mit rumlaufen. Schleppen. Und dann gucken wir uns das mal. Ja. Weiß ich nicht, brennt das Dings da? Ja, dann könnten wir den Stock da anzünden, nach da gehen und die Karre schieben. Und zwar nach da, würde ich sagen. Wir sollen hier dem Aquädukt folgen. Mal ein klein bisschen strategisch vorgehen hier. Feuer, 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 ihr mögt kein Feuer. Feuer tut weh. Geht weg. Topf, wozu ist ein Topf gut? Ich muss wahrscheinlich jetzt das Ding fallen lassen. Oh oh. Naja, okay. Noch genug. Und jetzt? Das ist so ein Typ. Ja, wahrscheinlich noch da, oder? Oder da, wo der Typ ist. Wie weit kann ich eigentlich schleudern? Achtung. Und da hinten ist, so ich das sehe, nee, noch nicht. Abbruch. Ich brauche mein Igniter. Ja, sicher. Wenn wir jetzt noch wissen, wo wir hin wollen. Wir müssen dem Aquädukt folgen. Wir sind von da gekommen, also müssen wir nach da. Wahrscheinlich hierhin. Nicht genügend Material, dann soll ich mal auf den Stein umschwenken, damit das Material wieder reicht. Das war jetzt nur, weil ich keine Zeit hatte. Das muss man sich dann vorher überlegen. Am besten erstmal einen Stein haben. Aber eventuell braucht man auch einen Igniter. Ein Ignifer. So, ihr könnt auslassen.
Komm, wir schleichen einfach hinterher. Jetzt müssen wir schleichen. Und dann? Da eine Fackel. Wenn ich dem jetzt das Licht ab ausknipse, wenn der hinten steht. Warum hat er nicht sein Ding? Ich habe zweimal drauf geschossen, seine Tragefackel da mitgenommen. Ach, die Fackel ist gemeint. Ich kann den ja auch noch mal ab. Ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Ach, jetzt läuft er einmal rum, oder was? Ja, aber wenn er da hinten ist, dann kann er doch eigentlich... Den kann man nicht bekämpfen, den mit dem Fackel, der Fackelträger. Ich muss dem folgen. Diese verfluchten Drecksviecher. Weil ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Ah, er darf mich nicht sehen. Jetzt hier vielleicht da in der Nähe des Lichtes, dann sehen sie mich nicht. Und wenn er wieder weg ist. Die Luft ist rein. Ja. Naja, so rein ist die nicht. Wieder Deckung. Wo ist der Typ? Weiß ich nicht. Vielleicht wird es ja gut, wenn ich da die Mauer hochgehen. Ja, hier muss ich die Fackel abstellen und jetzt muss ich hier hochgehen. Kein Mucks, nein. Psch. Was ist denn das in der Mitte? Schwefel. Ich habe nicht mehr genug Schwefel, glaube ich. Aber ich habe ja noch 4. Drum habe ich die großen Taschen genommen. Wenn ich jetzt noch was finde, kann ich das Zeug mitnehmen. Das ist wieder so ein Teil. Ah, hier sieht mich keiner mehr. Hier ist erstmal sicher. Nach da geht es nicht. Also muss ich noch da. Dann kommen bestimmt gleich die Ratten an. Die haben hier Stöcke im Haus.
Wertstücke. Ah, da, aber das ist ja kein Frischfleisch. Vielleicht trotzdem. Diese ekelhaften Ratten. Ach, die darf ich jetzt wieder nehmen, die Fackel. Sehr schön. Uns hat auch keiner geholfen. Ich werde. Ach, jetzt aber. Du machst noch Befehle? Ich hetze dir die Ratten auf den Hals. Pass auf. Guten Appetit, meine Freunde. Guten Appetit. Was hast du von deiner großen Klappe? Naja, sonst zu langweilig immer. Wäre zu einfach und zu langweilig. Man muss immer überlegen, wie es weitergeht. Ich finde es nicht schlecht. Ist ein bisschen Strategie. Komm, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Da sind ja auch keine Ratten. Dann gehen wir mal in den Duckel. Ich könnte das Licht. Ich könnte versuchen. Was ist das? Somnum. Du kannst jetzt Somnum herstellen. Halte RB gedrückt, um die Auswahlmenü aufzurollen. Somnum. Element Giergitter ohne Geräusche zum Herstellen A drücken. Anschleichen von hinten, Y drücken. Diese Chloroform. Das war jetzt zu schnell. Was stand da? Du kannst es als letzten Ausweg benutzen. Ach, wenn du noch Sonnen und einer greift dich an. Aber die Herstellung ist teuer. Ja, du kannst auch einen Speicherpunkt nehmen. Aber dazu brauche ich natürlich wieder eine Werkbank. Ich wüsste, wo eine ist, aber ich gehe jetzt bestimmt nicht zurück. Ich brauche Ignifer und dann schließe ich das Zeug da oben an. Wenn ich da wenn ich hier das durchschlage, dann zieht das Gewicht das Zeug runter und schießt in die Richtung.
Das war knapp, meine Freunde. Mach mal auf da. Warum nicht? Steht er da eigentlich immer noch? Jo. Da kommst du nicht durch, weil... Ach, da hinten. Da müsste der da hinten... noch mal Action machen hier. Ach, ich muss das da anzünden. Das kann ich von hier aus treffen. Kannst du das überleben? Los, go. Hey, kannst du mir gleich geben. Als erstes müssen wir da wieder zurück und da durch zum Aquädukt, oder? Hier geht's ja nicht weiter. Also mach hier nochmal den Trick. Unverzüglich. Dann hopp, 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 im Galopp. Bring den Stick mit. Rad am Stick. Warum bleibst du da stehen? Komm her. Komm her hier. Komm her hier. Ach, der ist doof. Ich hätte ihm den Stick vorher abnehmen müssen. Also, mach das bitte nochmal. Der ist doof. Der hält mir jetzt da immer noch den Stick hin. Idiotenkind. Naja, der ist geistig ein wenig herausgefordert, der Junge. Gib mir den Stick und komm mit. Nee, nee, nicht fressen. Jetzt muss ich nach da, okay. Kommt mit alle. Also, die hören das ja nicht. Muss ich da lang? Da, wo es brennt? Ich finde es hier oben viel gemütlicher. Da ist ein Teil, was nicht ausgehen kann. Aber wahrscheinlich gibt es hier noch ein paar Inkredenzien. Ich kann die Munitionstasche größer machen. Was anderes habe ich sowieso nicht. Kann ich jetzt mehr Steine mitnehmen oder was?
da fehlt mir was. Sehr teuer in der Herstellung. Also, da gab es noch ein paar Extras, ein paar Goodies. Jetzt muss ich ja irgendwie, schätze ich mal, entweder einen Stock finden oder hier irgendwas, was man anzünden kann. Doch, da oben lang. Jupp. Ob ich das vielleicht von hier anschießen kann? Mal gucken. Ne. Aber da ist doch was. Nein, zu lange wartet. Das war nix. Shit. Wie viel habe ich von dem Zeug auch nicht, Leute? Gleich losrennen. Ach, jetzt bricht es erst zusammen. Wir haben es mit einer Kette festgemacht. Na an, ich habe mir Schleuder dabei. Pass mal auf. Weil ich den Stein wollte. Scheiß Gier. Hey, eben war es noch ein Na endlich. Und gleich loslaufen. Ich 8 von 10 Steinen, okay. Du bist ein Blitzmerker. Rat mal, was wir damit machen.
Warum ist er nicht zum Licht gegangen, wie ich auch? Das ist natürlich nervig, ne? Naja. Aber er ist ja jetzt hier am Speicherpunkt, dann ist das alles nur halb so wild. Leute, ihr müsst aufpassen, die Ratten beißen. Den schieße ich das Licht aus. Dann haben die Ratten was zu nagen. Die soll ich wohl runterkippen oder was, damit die Ratten was zu fressen haben. Ich schätze mal, hier ist ja noch sicher, ne? Einfach mal die Schleuder nehmen und gucken, ob man da irgendwas treffen kann. Das ist doch gut! Doch gut, wenn die brennen. Aber es reicht nicht. Was ist das da? Steine. Komm her hier. Wollen wir mal rüberrennen? Ja, stell dich ruhig ins Voller. Der Lukas ist auch nicht die hellste Fackel auf dem Schlachtfeld, oh. Wo muss ich jetzt hin? Vielleicht sollen wir da ja nicht lang. Oh, da ist noch Fackel und noch eine Fackel und noch eine Fackel. Und da gibt es einen Stock. Mit dem Stock könnte ich... Na, da komme ich nicht irgendwo. Wo soll ich denn da noch hin? Gibt es vielleicht irgendwelche Extras da vorne? Da geht's weiter. Aber siehst du irgendwelche Extras? Stock, und dann könnte ich hier lang gehen und da lang gehen. Ich komme hier eh nicht mehr runter. Also, da geht's hier mal lang. Was? Ach, war zu schnell. Wieder weg. Immer noch überqueren das Schlachtfeld.
Den mit dem Helm kriege ich nicht kaputt. Gesehen? Ich würde mal sagen, ja. Autsch. Als nächstes bringen sie mich ja eh um. Ja, alle tot. Dann kannst du noch zuschauen, wie sie alle sterben. Also müssen wir mal gucken, bis sie sich abgerichtet haben und dann kriegen sie halt noch einen. Mann, so sind sie doch weit weg. Aber meine Schleuder ist gut. Das war nix. Hat sich gerade gedruckt. Wir müssen wieder über die Mauer, Leute. Leider nicht möglich. Dave, doch nicht schleichen. Sie gaben ihr Leben für England. Was wäre ihr es wert? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Engländer. Da müsste ich ja wieder dieses komische Zeug da. Was war das? Nichts. Schlaf. Schlaf ein, mein Freund, schlaf ein. Ach, da hätte ich ihn noch ablenken können. Was gibt's denn hier mit A zu tun? Hä? A? A, A, A? Aha. Und jetzt? Jetzt hänge ich da irgendwie in dem Loch von dem... Ah, das ist aber gar nicht gut, Spiel. Ah, ich bewege den Joystick nicht. Ja, das ist ein Bug. Und da komme ich da jetzt wieder raus? Irgendwie... Ja, das hilft auch nicht. Heine Güte. Los, los, ich folge dir. Ich dachte, das wäre eine Schutztruhe, da hätte ich auch einfach ablenken können. Warum ist die jetzt so langsam auf einmal? Ja, aber das war ja irgendwie Verschwendung. Den hätte ich auch einfach ablenken können. Hugo gerät langsam in Panik. Wenn du nicht zu ihm gehst, ruf nach ihm. Aber ich habe doch gesagt, folgen. Denk wahrscheinlich. Der hängt wahrscheinlich noch im Karren fest. Ja, da kommt er nicht raus. Toller Bug. Komm her. Ja, dann komm. Sieht lächerlich aus.
Ja, okay. Ich wähle dann mal den Freitod. Hat ja eh keinen Zweck. Der läuft und läuft und Hugo läuft und läuft und läuft. Hallo Leute, ich wollte mal guten Tag sagen. Bitte töte mich. Dankeschön. Also. Engländer. Das macht jetzt zu viel Lärm. Ah ja, du hast mich. Komm, wir rennen mal eine Runde. Hätte werfen sollen. Falschen Knopf benutzt. Also nochmal. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Guck doch mal nach. Wäre schön, wenn da keiner irgendwie bei ihm auf die Schulter klopfen würde. Hallo, wir sind hier, bitte töte uns. Komm mit, Lukas. Alicia, ich bin so müde. Komm, du gehst jetzt in das Fass und... eine ganze Runde schlafen. Am Warten, zuschauen. Wo ist hier lang? Hey, wo hast du mit ihm? Die lassen sie einfach gehen? Was? Hey! Yes! Lass uns abhauen. Folgen wir ihm. Okay, rennen wir mal eine Runde. Zerwechseln, rennen wir mal wieder eine Runde. Oh, Hugo, Hugo! Das sollte so sein.